Ja, Hallöchen, mal wieder bei Minecraft, einer kleinen speziellen Episode, weil wir ja bald in die lang und breit angekündigte Pause gehen und deswegen dachte ich mir, ich mache mal hier so eine kleine Sonderfolge, weil ich ja noch was versprochen hatte, was wir machen wollten und das haben wir bis jetzt immer noch nicht gemacht und das werden wir aber heute endlich mal erledigen. Und zwar möchte ich mit euch an einen Ort gehen, wo es immer schön ist und immer friedlich. Und zwar in die Zombie-Höhle. Die wollten wir uns noch vornehmen gemeinsam. Ich weiß, ihr habt von Höhlenbesuchen seit der Hühnerhöhle langsam die Schnauze voll. Aber die Höhle würde ich gerne noch vor der Pause mitnehmen. Einfach nur, damit wir da unten waren. Und deswegen dachte ich mir, ich schiebe mal eine Episode ein und mach mal hier einfach so einen kleinen Sonderbericht. Huch, habe ich denn überhaupt, ich bin soweit gut ausgerüstet. Das Einzige, was ich nicht habe, doch, ich habe ein Schwert, sehr gut. Hatte mich extra noch ausgerüstet, zack, 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 so. Und, ja, dann guckt keiner, dann lasst uns mal loslegen. Den Eingang kennen wir ja bereits, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Es dürfte wieder... Oh, warte, warte, warte. Musikalische Untermalung. So. Es... Ja, das sitzt. Es dürfte sehr spannend werden. Ich lasse mich da mal überraschen. Auf jeden Fall wissen wir schon, dass ein Spawner auf uns wartet. Ach, hier geht's ja so gar nichts hin. So, und auf geht's. Was ist das denn hier? Öffnungszeiten montags von 6 bis 6.15 Uhr. Hm. Das ist sehr suspekt. Reiten wir doch einmal das Wasser. Sehr merkwürdig. So, Schwertchen schon mal vorbereiten. Eine alte keltische Rune. Was mag sie wohl bedeuten? Und ich höre Geräusche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich zieh mich ganz kurz zurück. Nein! Obdachlose greifen an! Scheiße! Und irgendwo höre ich ein Baby oder sowas. Scheiße. Ich sehe auch nichts. Und ich muss ganz kurz... ist das gruselig. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich werde mal ganz kurz die Belegung ändern. Ich brauche nämlich dringend das da und das da. So. Ich brauche das Schwert auf der 1. Oh nein! Noch ein obdachloser Schnorrer. Verschwinde! Ich habe kein Gold! Lass mich in Ruhe! Aua! Horst 4! Aua! Goldausgabe Schalter 3. Scheiße! Ach! Deswegen! Aua! Verschwindet! Lass mich in Ruhe, ich hab kein Gold! Aha. Oh nein! Aua! Aua! Das scheint... Das scheint... Oh Gott! Eine obdachlosen Brutstation! Oh nein! So, was gibt's denn hier? Ein Brot, das können wir mitnehmen, ein obdachlosen Brot. Weizen und, Schießpulver für den Selbstmord, das, da haben wir nichts von, das Eisen nehme ich mal mit, ein Eimer. Ach Mensch, hätte ich ja gar kein mitnehmen brauchen. Naja, egal, dann nehmen wir eben den Eimer auch mit. Aber was ist das für ein Babygeschrei? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ein Biotonnenbaby greift an. Ey, komm doch mal bitte. Oh nein, und irgendwo ist hier ein Assi. Uns bleibt hier auch nichts erspart, Freunde. Nichts bleibt uns erspart. Die Horsthöhle. So, ich gehe hier mal aufs Schwert. Ach Mann, diese... Noch ein Baby. Ach du.
da ist es doch. Ich sehe es doch. Da sehe ich doch seine fiesen Beine. Du mieses Mutanten-Bioton-Baby. Ich sehe dich. Lass mich in Ruhe. Verschwinde einfach. Stirb! Oh. So, und weiter in die Ungewissheit. Ach du Scheiße, ist das groß hier. Okay, hier sieht soweit alles ruhig aus. Ey, komm doch mal bitte. Scheiße. Irgendwo sind hier Assis. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Ach du Heilige. Ach Mensch, diese blöden Fackeln mit dem Helm-Mod. Das ist so ätzend, dass die immer Licht spenden, egal wo man ist. So, hier mache ich mal Folgendes. So. Und weiter geht's. Ich versuche dann immer... Ach du Scheiße. Ich versuche dann immer von den Fackeln weg zu... Ach du Scheiße. Hehehe. So, kommen wir da durch? Huch. So, hier noch eine Fackel und dann... Ich muss mal gewöhnen, die andere Richtung zu machen. Da war doch was. Nee, doch nicht. Boah. Licht- und Schattenspiel fiel über unseren Helden und er darauf hinein. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist... nicht viel mehr. Wo haben wir denn vorhin den Assi gehört eigentlich? So, ach, da geht's noch weiter. Ach du Scheiße. Naja, nicht wirklich. So, dann geht's wieder zurück. Mutigen Fußes, weil hier waren wir ja zum Glück schon. Ja, kein Problem. Nee, ist nicht... ist nicht, ja, Dingens, ne? Gruselig oder so. So. Wo kommen wir denn? Hier waren wir schon, hier waren wir auch schon. Na, fängt das wieder an? Ach, das war der Sackgasse, genau. Aber es ist auf jeden Fall noch groß genug. Ach, das war die, die Spinne. Es gibt ja keine Spinnen mehr. Es gibt ja nur noch mutierte Babys. Und eine merkwürdige Lichtquelle. Nein! Obdachlose! Aua! Eine Obdachlosen-Gang greift an! Scheiße! Da! Geh weg! Ich hab keinen! Ich hab nicht! Ich hab nicht! Lasst mich in Ruhe! Hast du mein Freund? Die wohnen hier unten, glaube ich. Das ist so wie in der New Yorker U-Bahn. So wohnen die einfach hier unten im Arbeitsamt in den Kellern. In der Hoffnung auf neue Anträge oder Geldausgabe. Ich weiß es nicht so genau. Ich kann mich leider nicht so da reinversetzen. So, ach huch, das wollte ich ja so machen. Wo geht's denn da hin? Ist das eine Obdachlosenhöhle? Nee, da sind noch Rohstoffe in der Wand. Das kann gar nicht sein. So, okay. Dann sind wir hier jetzt auch durch. Ach, scheiße. Okay.
Hier ist die Goldausgabe. Hast du mal einen Euro? Oh nein. Oh nein, ein Obdachloser. Horst 4. Rechts die Goldausgabe, von da kommen wir. Links gibt es die Anträge. Okay, was ich jetzt noch machen muss. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber das ging einfach nicht. Weil ich da oben noch keine Fackel hatte. So. Und weiter geht's. In die Horsthöhle. So, hier steht noch was. Was steht da? Anträge nach rechts, Warteräume nach links. Wir brauchen erstmal, bevor wir warten, brauchen wir natürlich einen Antrag. Ach du Scheiße. Wie kommen wir denn jetzt da runter? Wir kommen da gar nicht runter, ne? Wir werden niemals Anträge kriegen. Wir werden niemals Anträge kriegen. Scheiße. So, hier. Ach, das ist hier alles wieder. Ich lasse die Rohstoffe jetzt erstmal alle Rohstoffe sein, ne? Also nicht, dass er sagt, du hast Eisen übersehen, weil ich übersehe das nicht. Ich lasse es einfach da kleben. Ich höre irgendwas platschen und da vorne ist Wasser. Nach links ist der Warteraum und nach rechts geht's irgendwo hin. Was immer das heißen mag. Ich bin da eigentlich gerade so geplatscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was ist das für eine Lichtquelle da hinten? Scheiße, und wie kommen wir hier überhaupt runter? Kann ich da vielleicht so und dann mache ich, warte mal, so. Ja, das geht. Boah, die Musik, die macht mich so kirre gerade. Hahaha. Ich muss mal ganz kurz, also dass ich boah. Mach mal wieder das hier an. Was ist das für ein Raum? Warum leuchtet es denn hier drin? Irgendwie so ein abgeschnittener Raum, wo einfach eine Lichtquelle drin ist, die es gar nicht gibt. Merkwürdig. Und warum grabe ich hier? Es gab offensichtlich eine Lichtquelle, die irgendwo da oben drauf war. Warte mal, wenn wir keine Lichtquelle haben, kann doch hier jederzeit was spawnen. Irgendwelche Assis oder Obdachlose können hier spawnen. Und ihr kennt das ja aus der Fußgängerzone. Wenn die da spawnen, dann ist alles verloren. Puh, das reimt sich ja sogar. So, ach, warte mal. Scheiße, ich habe jetzt die Pfeile mitgenommen, aber den Bogen vergessen. Na super, das ist ja richtig geil. Ich wollte mir extra so ein schönes Bogengefecht liefern und, naja. Wo geht's denn da oben hin? Das ist übrigens schon die zweite Aufnahme hiervon. Die erste Aufnahme hat's verkackt und dann waren die ganzen Vorbereitungen weg. Musste ich alles nochmal neu machen. Hat sich dann auch nur um Stunden verzögert. Ach, scheiße. Ich höre nichts, aber das heißt ja nichts. Verdächtig ruhig hier, dass ich eine Krise kriege, weil immer wenn es ruhig ist, ihr wisst ja, was es heißt, dann macht es zischbumm. Naja, gut, dann... Okay, die Spitzhacke ist eh gleich weg.
dann gleich die nächste ran. Und dann mal schauen, wo wir hier landen. Okay. Darüber. Dann machen wir uns hier einen schönen Übergang. Zack. Zack, zack und zack. Und dann haben wir noch ein bisschen Einsicht in die Höhle darunter. So. Ach, hier ist eh nichts. Naja. Aber ich habe gerade wieder einen Obdachlosen gehört. So, hier müssen wir irgendwie in die Tiefe kommen. Komm doch mal bitte. Und ich höre einen Assi irgendwo. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Na super. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ach nee, hier kann ich ja gleich runterbauen. Das heißt, ich mach das da weg. Und mach das da hin und... Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht irgendwie von irgendwas erwischt. Nee, zum Glück nicht. Das Schwert ist auch fast im Arsch. Ich brauche unbedingt ein neues Schwert. Warte mal, bevor ich jetzt da weitergehe, mach ich mal Folgendes. So. Und dann... na gut, aber Holz haben wir noch zum Glück noch. So. Ach nee, Quatsch. Was mache ich denn da? So, mache ich mir mal ein neues Schwert. Und das hier schmeiße ich einfach weg. Ja, ich schmeiße es einfach weg, weil bevor das im Kampf einfach wieder... Huch. Jetzt war ich gerade ein bisschen erschrocken, dass hier was passiert gerade. So, jetzt noch hier nach unten irgendwie. Hauptsache der Assi erwischt uns nicht. So, zack. Zack, zack. Fackel dahin. Da, da, da. Der Assi. Scheiße, und wir haben... Ey, du Otto. Oh, scheiße, der Assi hat uns gesehen. Ey, du Otto. Fuck. An den kommen wir jetzt auch nicht ran und ich habe den Bogen nicht dabei. Ey, komm doch mal bitte. So, scheiße. Das tut weh. Ey, ich hab meine neue Jacke, Mann. Boah. So, der Assi ist weg. Scheiße, dass ich den Bogen vergessen habe. Ist eigentlich unverzeihlich. Alter, wie groß das hier ist, bitte. Oh, fuck. Das ist eine gute Idee, ist hier rumzulaufen. So, zack. Komme ich jetzt darüber? Ich will hier nicht springen. Naja, so geht's auch. Scheiße, noch ein Assi. Ah, und ich muss... Scheiße. Ey, ich auf meine neue Jacke. Ey, du Otto. So. Ey, bleib doch mal stehen, komm doch mal bitte. Ey, du Otto. Ach, scheiße. Jetzt sind die Assis hier noch irgendwo. Und ein Baby. Sekunde, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ganz kurz, bin gleich wieder da. So, weiter soll es jetzt auch gehen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich musste eben ganz kurz den Konverter abschmieren lassen. Also nicht abschmieren lassen, sondern ausschalten. Den Videokonverter, der im Hintergrund läuft, während ich zocke. Konvertieren gerade die anderen Videos, Dragon Age und Sims und sowas. Und den musste ich gerade mal pausieren und dann beenden, weil die Temporärplatte gerade vollgelaufen ist. Und auf die nehme ich nämlich auch die Voice-Over-Spur auf. Nur mal ganz kurz am Rande. Und jetzt befinden wir uns hier schon wieder mitten im Spielgeschehen. Scheiße, ich könnte mir natürlich mit Babyseide vielleicht einen neuen Bogen basteln. Dazu brauche ich aber Babys erstmal, die ich umbringen kann. Und ich werde erstmal... Boah, ich höre hier gerade voll die Assis. Hier muss irgendwo ein Assi-Nest sein. Oder ein RTL-Drehort, kann natürlich auch sein. Aua. Ey, bleib doch mal stehen, Alter.
So, der Arbeitslose ist ausgeschaltet. Also der Obdachlose. Also ist ja auch egal. Eine der Minderheiten ist ausgeschaltet. So. Ach du Scheiße. Ich geh erstmal hier oben lang. Hier mache ich vorsichtshalber nochmal eine Fackel rein, nicht dass uns einer von hier überrascht. Ach Scheiße. Boah, die müssen doch alle irgendwo sein. Komm doch mal bitte. Diese Musik, die ist mitunter ein bisschen verwirrend. Ah, Gold. Aber wenn ich das abbaue, dann laufen die Obdachlosen vielleicht amok. Das will ich nicht. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Ach Mensch, da oben. Ach, hier waren wir schon und das ist... Ich guck mal ganz kurz. Oh, da geht's auch noch irgendwo hin. Ach, sieh an. Ne, hier ist gar nichts mehr. Könnte ich mal spaßhalber. Ja. Was ich aber mal mache, ist hier hinten eine Fackel anbringen. Geht's da oben? Ne, da geht's auch nicht mehr weiter. Dann nehme ich mal lieber hier die Fackel. Ach, dann lasse ich die auch. Bleib doch mal stehen, Alter. Nein. So, und jetzt hier irgendwo nach unten. Scheiße, hier ist doch bestimmt irgendein Viech. Irgendein Spasti treibt sich da hier wieder rum. Da ist Lava. Okay, das sieht soweit fast ein bisschen safe aus. Oh, da dürfte gleich ein schöner Obsidian-Vorrat auf uns warten, wenn ich das so richtig sehe. Aber erstmal müssen wir dann natürlich runterkommen. So, ach, da ist noch mehr Wasser. Meine Fresse. Nein! 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 Aber ja. Alter Finne. Das war Glück um Unglück. Und was war das? Und was hat es gesagt, bevor es explodiert ist? Oh Gott, diese Höhle. Und wo geht's denn hier schon wieder hin? Und wo geht's da schon wieder hin? Huch! Doofe Q-Taste. Okay, hier geht's offensichtlich nur in die Keller, aber das heißt nichts. Da können überall nämlich Obdachlose hausen. Da sind wir nirgends sicher. So, das waren die Holzstäbchen. Moment, ach, da können wir uns ja neue machen. So, ach, naja. Alter Schwede. Und wo... Was ist das denn da bitte? Und wo geht es hier hin? Wo bin ich überhaupt? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach du Scheiße. Aber ich komme da auch nicht hoch, ne? Oder doch? Nee, ich komme da nicht hoch. Alter, wie hoch das geht, bitte.
bin ja fast versucht, mich hier hochzustapeln, so ein bisschen, aber... Ach, wir haben noch Leitern dabei. Aber ich höre Obdachlose. Arbeit. Uah. Nein! Wo sind wir denn hier? Boah, und das ist immer noch nicht das Ende von diesem Riesengang. Der Obdachlose muss hier sein. Da ist die Brut. Aua! Geh arbeiten! Aua. Ich hab kein Geld! Komm doch mal bitte! Oh nein! Und ein Assi ist hier auch wieder irgendwo. Boah, ich hasse Assis! Komm doch mal bitte! Ey, komm doch mal bitte. Ey, du Otto. Geht's hier vielleicht weiter? Komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Das ist doch hier irgendwo in der Nähe wieder. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ich weiß nicht, ob es hier lauter wird. Ich hab da gar kein... Ey, du Otto. Ey, du Otto. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Die müssen ja ganz in der Nähe sein. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Okay, das ist mir ein bisschen zu riskant, als runterzuspringen. Ey, komm doch mal bitte. Komm doch mal bitte. Na, sieh mal einer an. Otto. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Ey, du Otto. Ich hab kein Geld, geh weg. Haben wir nicht noch, warte mal, haben wir nicht noch? Ey, bleib doch mal stehen, Alter. So. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Okay. Ey, du Otto. Dann mach ich das hier auch mal, damit wir so ein bisschen sicherer sind. Ey, du Otto. Ach du Scheiße. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, du Otto. Ach du Scheiße. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Aua. Ja, geh weg. Ey, du Otto. Ey, komm doch mal bitte. So. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Scheiße, und wir sind noch nicht am Ende. Ey, du Otto. Hast du mal einen Euro? Ey, komm doch mal bitte. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. So, da sehe ich grad nix. Bleib doch mal stehen, Alter. Arbeit. So, sicher ist sicher. Ey, du Otto. Arbeit. Ey, du Otto. Ey, du Otto. Ach, scheiße. Uah. Schon. Bleib doch mal stehen, Alter. Bleib doch mal stehen, Alter. Wo ist er? Da ist der Assi. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Konfrontation! Das tut weh. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bist du bekloppt? Das tut weh. So. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Stirb! Okay. Da ist soweit safe. Ey, jetzt. Bleib doch mal stehen, Alter. Hier sieht's jetzt auch gut aus. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ob wir hier wieder rausfinden werden, weil wir jetzt diesen riesen Schacht hochgeklettert sind. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, komm doch mal bitte. Da unten war wieder... Was war denn das?
Ey, komm doch mal bitte. Was ist denn das? Ey, du Otto. Und da haben wir doch... Was ist das? Ey, komm doch mal bitte. Sieht aus wie ein Haarkranz oder irgendwas. Es ist eine Wiki. Ey, du Otto. Scheiße. Ey, komm doch mal bitte. Aber sie lässt uns in Ruhe. Ey, komm doch mal bitte. Zumindest noch. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Und, oh, zwei Wikis, scheiße. Ey, komm doch mal bitte. Ey, komm doch mal bitte. Und ich komm einfach nicht ran. Ey, bleib doch mal stehen, so, mal gucken, Alter. Vielleicht kommt's mir hinterher. Ich geh mal hier hinten hin. Ey, du Otto. Na los, Wiki, ich bin männlich, komm ran. Ey, komm doch mal bitte. Also jetzt nur vom Geschlecht, nicht vom Auftreten. Da bin ich ganz feminin. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ach, die kann da auch gar nicht weg, wie es aussieht. Das ey, bleib heißt... doch mal stehen, Alter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Bleib doch mal stehen, Alter. Na, lass dich doch mal treffen. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Aber ja. Okay, die andere Vicky hat's auf uns abgesehen. Hast du mal einen Euro? Ey, komm doch mal bitte. Komm doch mal bitte. Arbeit. Moment, das, die Musik passt gerade überhaupt nicht. Ey, komm doch mal bitte. Ey, du Otto. Nein. Arbeit. Na los, ey, du ach. Otto. Nein. Hast du mal einen Euro? Ey, du Otto. Scheiße, und ich hab keinen Bogen mit, verdammt. Los, Vicky, komm ran! Ich kann die Vicky nicht umhauen! Ey, du Otto. Ey, komm doch mal bitte! Guck mich nicht so an, Vicky, ich hab nichts. Ey, komm doch mal bitte! Ey, bleib doch mal stehen, Alter! Ey, komm doch mal bitte! So, kommen die hier rüber? Aber ey, komm doch mal bitte! Aber ja! Ey, du Otto! Halt die Fresse! So, die erste Wiki ist tot und die nächste folgt sogleich. Ich wette, die kommt hier auch. Scheiße! Nein, 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 nein! Boah! Hör auf! Du scheiß Assi! Boah! Ich bin hier gerade fast ausgeflippt. Also, fast, ne? Habt ihr ja gemerkt. Ich bin ganz ruhig geblieben eigentlich. Und hier ist noch ein Assi. Alter, ich hasse Assis. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Assis sind echt das schlimmste Pack überhaupt. Ey, du Otto. Außer wenn sie gerade auf RTL sind, dann sind sie lustig. So, jetzt ist mal was gefressen und dann ab dafür. Ey, komm doch mal bitte. Und wir brauchen unbedingt Babyseide. Dann können wir uns auch einen Bogen daraus machen. Ich dachte gerade, da wäre wieder eine Wiki. Hier sind überall Pilze. Boah, diese Pilze sind auch voll irritierend. Ey, du Otto. Und wo bin ich hier überhaupt schon wieder? Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ich hab gedacht, das ist vielleicht eine kleine Höhle, die wir da emporklettern, aber das ist ja schon wieder so ein Riesenviech. Boah. Okay, das sieht wenigstens nach Sackgasse aus. Ich hoffe, ich habe recht. Ich wollte jetzt auch nicht so eine Mega-Folge machen. Ich wollte doch nur ein kleines Höhlchen erforschen. Ein ganz winzig kleines. Ich wollte doch nur den Spawner holen und dann... Ey, bleib doch mal stehen, Alter. So, holen wir uns die Pilze oder eher nicht? Komm, die können wir... Bleib doch mal stehen, Alter. Ich dachte gerade schon wieder, hier geht's los. Die Pilze nehme ich mal mit. Bitte. Da können wir vielleicht notfalls noch eine Suppe draus machen, falls wir hier unten noch länger sein sollten. Und so wie ich das sehe, könnte das durchaus passieren. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter.
So, da kommt eh nichts durch. Komm doch mal bitte. Und hier ist eine Sackgasse. Sackgassen sind immer gern gesehen. Und wo kommen wir denn da jetzt hin? Ey, komm doch mal bitte. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber, ja. Aber nein. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Hat da gerade jemand Aua gesagt? Da ist noch, ach, noch ein Obdachloser. Ey, du Otto. Verschwinde! Aua. Elende Brut. Erst die Vicky, jetzt ein Obdachloser. Da irgendein Assi noch irgendwo in der Nähe. Ich brauch Babys, verdammt. Ich brauch Biomüllbabys. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. So, hier geht's sonst nicht weiter. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. So. Ach du Scheiße, was ist das für eine Höhle, Freunde? Da kriegst du doch wieder die Macke. Bewegt sich da irgendwas? Sehe ich irgendwas? Das Gefühl, überall bewegt sich was. So, ich kann nur hoffen, dass hier alles... dass da alles dicht ist. Ach Mensch, guck mal. Ja, gut, ich hab 1 Euro. Guck mal hier. Und hier. Und noch 1 Euro. Ich wollte ein Baby. Ich krieg ein Baby. Also, ein Biomüllbaby. Nein! Ey, komm doch mal bitte. Ich weiß, du musst von da kommen, also geh ich nach hier. Ey, bist bekloppt? Ey, aua. Ey, bist bekloppt? Es tut weh. Aber wo ist das Baby? Oh Gott. Nein! Nein! Nein, verschwinde! Okay, wir haben 1 Stück Babyseide. Reicht das nicht, 1 Stück Babyseide? Ich glaube, das reicht, ne? Was schmeiß ich dafür weg? Scheiß auf die Pilze, wir brauchen Seide. Die Federn behalte ich, falls wir noch Pfeile machen müssen. Ich habe natürlich das Crafting Table, die Workbench habe ich natürlich wo anders gelassen. Scheiße. So, Schwarzpulver werden wir ja unten auch nicht brauchen. So, zack. Habe ich das Ding nicht mitgenommen. So, wie war denn das jetzt? War das so und dann so oder so? Ist doch jedes Mal das Gleiche. Ich frage mich das immer wieder. Das hier wird ja schon mal gar nichts. Verdammt. Ein Bogen. Ist doch... ist das nicht ein Bogen? Oder so? Oder nicht? Bin ich blöd? Notfalls gucke ich gleich in der Wiki, weil ich will unbedingt einen scheiß Bogen haben. Und jedes Mal vergesse ich, wie dieser scheiß Bogen geht. Das darf doch nicht wahr sein. Das kannst du mir doch nicht antun. Verdammt. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Junge. Das wird ja wohl mal mehr was anderes hier. Das lassen wir mal bleiben. Ich gucke hier gleich nochmal in die Wiki. Das gibt's doch nicht. Also, wenn ihr mal ein bisschen Geduld mit mir habt. Pass mal auf, das mache ich mal ganz kurz hier drüben auf dem anderen Monitor. Ich weiß, das seht ihr nicht, aber ist ja egal. Huch, jetzt habe ich noch Tab aktiviert. Caps Lock aktiviert. Nimm. So. Eine Sekunde. Also, ich weiß, das ist gerade ein bisschen unspannend, aber ich muss jetzt mal heimlich cheaten. Nein, ich cheate natürlich nicht. Ich helfe mir nur selbst auf die Sprünge und ich sehe, ich habe deswegen hat das mit dem Bogen nicht geklappt. Deswegen werde ich jetzt hier sterben. Gut, dann hat das wohl nicht sollen sein. Ich dachte, man braucht nur 1 Seide, verdammt. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz wechseln wieder. So, hier rüber. Ich mache jetzt mal ganz kurz... das Lied ist nämlich zu laut und jetzt... ach, das kann ich... hallo. Kann ich so lassen? Jetzt endlich so. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich wollte die Aufnahme nicht schon wieder unterbrechen. Sonst wird das hinterher so ätzend beim Zusammenfrickeln. Ich muss das eh schon zusammenfrickeln.
Ach, weißt du, ich kann ja auch hier einfach den hier machen. Weil wir nie wissen, wann wir den Kies gebrauchen können. Und da geht's immer noch weiter, ey, das gibt's doch gar nicht. Und da auch. Ich sehe ein Assi. Und einen Obdachlosen. Alter, wo sind wir hier schon wieder? Da geht's auch weiter. Ach, hör auf. Hör auf. Bleib doch mal stehen, Alter. Die ganze Welt ist hohl. Ey, komm doch mal bitte. Ey, du Otto. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Aber... Ey, komm doch mal bitte. Boah, da... Oh, die... Ey, komm doch mal bitte. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, ey, du Alter. Otto. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, du Otto. So, das Baby ist tot. Ey, komm doch mal bitte. Ey, bleib bitte. Doch mal stehen, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, komm doch mal bitte. Ey, du Otto. Okay. Das ist eine un... Ich höre gerade eine Kuh. Wie kann das denn sein? Sind wir hier etwa unter der Oberfläche? Das gibt's doch nicht. Wie groß diese Höhle ist. So, wenn's hier Mut, würde ich gerne mal probieren... Nach oben raus ist natürlich nicht immer die beste Idee, aber ich glaube, wir brauchen langsam einen Ausgangspunkt, weil... Okay, warte mal, ich mach das mal so. Ich grab da jetzt einfach mal hoch. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier vielleicht etwas unter der Oberfläche sind. So, und jetzt mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und landen tatsächlich irgendwo im Freien, aber ich glaube noch nicht dran. Ich glaube eher, das war wieder so eine unterirdische Kuh. Das sieht auch genau danach aus. Scheiße. Wo ist die Kuh? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das größte Arbeitsamt, das ich jemals gesehen habe. Diese schreckliche Behörde. Bestimmt spielt Max Payne 4 im Arbeitsamt. Sie hatten mir alles genommen. Okay, das war gar nichts. Aber die Kuh macht mir immer noch, ja, naja, war halt eine... Ey, du Otto. War halt eine Kuh. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, du Otto. Ach, scheiße, ey. Ey, komm doch mal bitte. Wieso habe ich mich nur darauf eingelassen? Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, du Otto. Ach, da ist die alte Mütze. Ey, du Otto.
Ich hab die Workbench schon wieder nicht mitgenommen, ne? Ey, ich bin so blöd. Ey, komm doch mal bitte. Aber jetzt brauche ich ja nur, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ey, du Otto. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht vorgesprungen. Los, Mütze, wo bist du? Ey, du Otto. Da war doch die Mütze von dem, die habe ich doch genau gesehen. Ey, du Otto. Ey, komm doch mal bitte. Der Penner. Ich glaub's ja nicht. Ey, du Otto. Ey, du Otto. Das gibt's doch nicht. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Okay, Freundchen. Ey, du Otto. Das tut weh. Ich hab meine neue Jacke, Mann. Ach, verdammt. Das tut weh. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er drauf hüpft. Ich hätte gedacht, dass er drauf geht. Also, drauf geht im Sinne von kaputt, tot. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ich hab jetzt ein Hühnchen gehört. Ich hab gerade eben ein Hühnchen gehört. Komm doch mal bitte. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Ey, du Otto. Ey, aua. Ey, nicht auf meine neue Jacke, Mann. So, Assi ist tot. Ach, der hat hier unten so eine kleine Assi-Höhle behaust. Boah, und wo ist der Obdachlose jetzt? Da oben geht's noch weiter. Ach, scheiße, ey, das darf doch nicht wahr sein. Und irgendwo ist wieder ein Hühnchen. Es ist doch unglaublich. Da auch noch mal eine. Da oben ist Sand. Wir müssen unter der Erdoberfläche sein. Scheiße. Ja, wollen wir mal hoch oder was? Sand gibt's ja nicht unterirdisch. Da sehe ich den Sternenhimmel. Aber wo sind wir hier? Geil, das ist, dass wir hier einfach irgendwo in so einem Sandgebiet rauskommen. Und die Musik passt auch wie gewollt. So, aber ich würde gerne noch bis zum Morgen warten. Weil ich möchte jetzt nicht hier rumlaufen durch die Wälder. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Wie geil. Und da geht's einfach mal in die Höhle rein. Unter dem Wasser genau. Hammer ist das. So, wie spät ist es denn überhaupt? Da ist der Mond. Der ist gerade erst aufgegangen. Das heißt, wir könnten hier noch eine ganze Weile verbringen. Was haben wir denn da? Ach Mensch, gucke mal einer an. Ach Mensch, gucke mal einer an. Scheiße. So. Und dann vielleicht auch mal so. Müssten wir nicht gleich in unsere Höhle kommen eigentlich? Oder auch nicht. Na gut. Ach, da. Ach so. Naja, egal. Komm, mach zu. Und dann tauchen wir wieder ab. Ach, jetzt ist hier alles unter Wasser. Ach, scheiße.
So, wo müssen wir überhaupt hin? Hier waren wir auf jeden Fall gut. Aber hier ist natürlich noch längst nicht alles erforscht. Nein! Ein Assi! Ey, du Otto! Ey, bist du kloppt? Zwei Assis! Verdammt! Und ein Obdachloser! Scheiße! Komm doch mal bitte! Ey, komm doch mal bitte! Komm doch ran! Komm doch mal bitte! Wo sind sie denn? Ey, komm doch mal bitte! Ey, du Otto! Ich brauch unbedingt so einen blöden Bogen! Komm doch mal bitte! Ey, bleib doch mal stehen, Alter! Das Schlimme ist, auf den Dingern können die ja auch spawnen, da muss ich auch noch hoch. Ey, bleib doch mal stehen, Alter! Ey, komm doch mal bitte!